einen Blick auf das Spiel Last Oasis wirft, wird wohl gar nicht anders können, als umgehend an den Film Mortal Engines Krieg der Städte von Peter Jackson zu denken. Wie dort ziehen Menschen auf riesigen mechanischen Ungetümen durch die apokalyptischen Lande. Spielerisch erwartet euch ein Survival-Titel, in dem ihr für euren Clan neues Territorium erobert, um mit den dortigen Ressourcen eure Ausrüstung und Vehikel zu verbessern. Lange bevor er zum Knecht der Skylanders wurde, hatte der kleine Drache Spyro eine eigene Adventure-Reihe auf der PlayStation. Die letztes Jahr veröffentlichte Reignited Trilogy behandelt die ersten drei Titel Spyro the Dragon, Spyro 2 Riptos Rage und Spyro Year of the Dragon. Dabei handelt es sich nicht nur um bloße HD-Remaster. Vielmehr erstrahlen die Abenteuer der fliegenden Aubergine in dem Glanz, den Insomniac Games Ende der 90er im Sinn hatte, aber aufgrund technischer Limitierungen nicht umsetzen konnte. Ja, los geht's. Ob Final Fantasy 8 überhaupt noch einmal aus der Versenkung auftauchen würde. Schließlich galt der Quellcode des Spiels eine ganze Weile als verloren. Nun erscheint das Remaster sogar früher als erwartet, mit allen Vorzügen der anderen Final Fantasy Remaster-Version. Das heißt, die Kampfhilfe, fuck, eine Sekunde zu spät. Die dreifache Geschwindigkeit lassen sich nach Belieben jederzeit ein- und ausschalten. Darüber hinaus wurde die Grafik des in den letzten 20 Jahren angestaubten JRPGs entwickelt aufgegriffen. Ein vollständiges Remake wie alle von Final Fantasy 7 dürfte man nicht erwarten. Gott. Die Montaner bekommen endlich eine neue Aufgabe. Die hat es in sich. In den eisigen Gefilden der Raumzeitweise erlebt ihr ein gänzlich neues Abenteuer. Der Schwierigkeitsgrad ist von Beginn an eine Herausforderung. Schließlich öffnet Iceborne nur denjenigen Spielern seine Tore, die das Hauptspiel komplett durchhaben. Selbst erfahrene Monsterjäger sollten sich also auf die Schlachten gegen bekannte und neue Bestien sehr gut vorbereiten. Dafür stehen euch frische Waffen und Ausrüstung zur Verfügung. Auch neue Fähigkeiten könnt ihr nutzen. Während das auf PS4 und Xbox One am 6. September losgeht, müssen PC-Spieler noch bis Januar 2020 auf die Iceborne-Erweiterung warten. Die alljährliche Basketball-Simulation kehrt mit einigen neuen Features zurück. NBA 2K20 lässt euch erstmals die komplette US-Frauen-Profiliga WNBA aufs glänzende Parkett führen. Die 12 Teams stehen sich im Modus Play Now sowie in der Saison zur Verfügung. Ansonsten erwartet euch das bekannt fette Paket, das unter anderem aus Mein Team, Mein Spieler und dem Streetball-Modus Die Neighborhood besteht. Eine verbesserte Spielbarkeit, gepaart mit neuen Animationen, gehört natürlich ebenfalls dazu. Fuck, ein Balken hier aus. Dieser bildet eine komplette Rallye-Saison ab. Auf eurem Kalender wählt ihr das nächste Event, an dem ihr teilnehmen möchtet. Anschließend managt ihr euer Team, denn es gibt 6 verschiedene Jobs in eurem Rennstall, die alle wichtig sind. Jeder bringt verschiedene Talente mit, die für den Ausgang eines Rennens ebenso entscheidend sein können wie euer Geschick als Fahrer. Eure Crew könnt ihr sogar über einen Skilltree aufleveln. WRC8 bietet außerdem dynamische Wetterwechsel, so kann ein Rennen bei strahlendem Sonnenschein beginnen und in strömenden Regen enden. Okay, das klingt nach einem wirklich interessanten Konzept. Creature in the Wild verbindet Hack-and-Slay-Elemente mit einem Schlüpperspiel. Euer Krieger wagt sich auf die Tiefen unter einem Berg, wo die Dungeons wie Krieg-Wollfische aufgebaut sind. Ihr schlagt Projektile in Richtung der Bumper und versucht auf diese Weise uralte Maschinen wieder in Gang zu bringen. Dafür müssen die Kugeln jedoch bestimmte Elemente treffen. Je weiter ihr vordringt, umso schwieriger werden auch die Herausforderungen. Präsentiert wird das Ganze in einem schicken Cell-Shading-Look. Das riecht schon mal nach Geheimtipp. Oh, fuck, los. Wiederbelebt. Vor 2 Jahren hat das Kickstarter-Projekt gestartet, zog Blasphemous innerhalb kürzester Zeit die neugierigen Blicke der Dark Souls-Fans auf sich. Der düstere, bitterbös-brutale Action-Plattformer schenkt euch nichts. Wer sich zu lange am wunderschönen Look der düsteren Fantasy-Welt erfreut, wird schnell auf die Schnauze. Denn wie im großen Vorbild sind die knallharten Hack-and-Slay-Kämpfe in Blasphemous unerbittlich. Ob ihr überhaupt einen der herrlich bizarren Cross-Gegner zu Gesicht bekommen werdet? Konami startet mit verändertem Namen und großen Ambitionen in die kommende Fußballsaison. Neue Partnerclubs, darunter exklusiv Juventus Turin, frische Features für die Meisterliga und der Modus Matchday gehören zu den großen Neuerungen von eFootball PES 2020. Selbstverständlich wurden auch andere um das Rasenschaffen noch realistischer zu machen. In der Defensive können nun taktische Pausen ausgeführt werden, um gefährliche Angriffe zu unterdecken. Die Gegner für PS4, Xbox One und PC kommt ihr derzeit spielt, um einen Vorgeschmack zu erhalten. Erneut ein unverrechtes Paket aus Kampagne und mehr Spielermodi. Während sich Microsoft und Entwickler der Coalition bezüglich der Story noch immer in Schweigen hüllen, konnten Teile der Versus-Spielarten bereits im Rahmen einer Beta angezockt werden. Spielerisch bleibt sich die Serie treu,
Studios Vidas zum großen Wurf aus. Im Fantasy-Frankreich des 17. Jahrhunderts erlebt ihr ein Action-Rollenspiel, das sich irgendwo zwischen BioWare's Dragon Age-Serie und The Witcher von CD Projekt Red einpendelt. Darum erwarten euch actionreiche Echtzeitkämpfe mit einer dreiköpfigen Party, die mit Namen und Fernkampfwaffen angreift und verschiedene Zaubersprüche wirft. Green Man hat bisher einen sehr guten Eindruck und gut gekämpft, gut gekämpft. Jedes Fantasy- und nicht schlecht. Das wird ein großer Ballerspaß. Borderlands 3 lässt euch allein. Scheiß Werbung. Oder, und das ist viel besser, im Team auf massenhaft ausgeflippte Gegner los. Genauso durchgeknallt sind die zufälligen Waffenkreationen, mit denen ihr Punks, Roboter und Mutanten in die ewigen Jagdgründe befördert. Das bringt euch jede Menge Loot ein, sodass ihr ständig mit neuen Ausrüstungsteilen und Erfahrungspunkten belohnt werdet. Diese Spirale in Kombination mit der herrlich launigen Action ist von sicher das Geheimrezept der Reihe. Und das geht ganz sicher auch 2019 und Borderlands 3 wieder auf. Machina erwarten euch actiongeladene Kämpfe in individualisierbaren Mechs gegen riesige Bosse. Künstlerisch wird das entfernt an Xenoblade Chronicles X erinnernde Projekt in einem Cell-Shaded Grafikstil mit schmissigen Netz-Soundtrack gepackt. In den bisherigen Trailern präsentierte sich Daemon X Machina ein astreines Action-Feuerwerk. Die erste Beta-Demo ist technisch allerdings noch alles andere als rund. Hoffentlich haben sich die Entwickler das Feedback der Fans zu Herzen genommen. Andernfalls könnte dieser Flugroboter wie ein Komet am Boden zerstört, bevor er überhaupt abgehoben ist. Der richtige Spielplatz für Bleifüße könnte das neue Grid werden. Hier geht es nämlich nicht um eine besonders aufwendige Simulation des Rennsports, sondern vielmehr um actionreiche Duelle in heißen Sportwagen. Eine fordernde KI soll euch jeden Meter der Strecke streitig machen. Umgekehrt können die computergesteuerten Fahrer auch einen schlechten Tag haben und beispielsweise einen Unfall verursachen. Im Zentrum des Spiels steht der Karrieremodus, bei dem über 100 Veranstaltungen auf Strecken rund um den Globus warten. NHL 20 dürfte das glückliche und unglücklich Paket für Puckschubser werden. Dafür sollen einige Neuerungen sorgen, darunter Signature-Schüsse der Stars und verbesserte Animationsübergänge für flüssige Zielzüge, sowie eine neue KI. Ach, Puckschubser, Eishockey. EA weiter fleißig an den Puckschubser, Eishockey. Eine neue Variante von Ones and Threes. Also weiterhin keine großen Umbrüche, sondern der kontinuierliche Ausbau des bereits vorhandenen Spiels. Erschien mit Resident Evil 2 ein Meilenstein und Big Daymare 1998 huldigt der Legende mit einem natürlich gruseligen Action-Adventure. Mit Reminiszenzen an den Klassiker wird nicht gespart, wovon wir uns bereits in einer Demo überzeugen konnten. Allerdings wirkte der Mix aus Schießereien gegen fiese Monster und seichten Rätseleinlagen technisch unausgegoren. Hoffen wir, dass die seitdem verstrichene Zeit für Politur genutzt wurde, denn Potenzial hat Daymare 1998 durchaus. Viel erklären müssen wir bei einem Titel wie Truck Driver nicht. Mit einem vom Vater geerbten LKW nehmt ihr alle möglichen Transportaufträge an. Dann versucht ihr die jeweilige Ware nicht nur termingerecht, sondern natürlich auch sicher ans Ziel zu bringen. Dabei fahrt ihr durch eine offene Spielwelt, in der auf der ein oder andere Stau auf euch wartet und umgekehrt. Euren LKW könnt ihr auf vielfältige Art tunen und somit zu einem Unikat machen. Kennt ihr noch den Comedy-Klassiker und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray? Darin erlebt Reporter Phil Connors den gleichen Tag immer wieder aufs Neue. Das VR-Abenteuer Groundhog Day Like Father Like Son spielt viele Jahre nach dem Film. Diesmal erwischt es Connors Sohn. Auch er wird am Murmeltiertag der Stadt Punxsutawney in einer Zeitschleife gefangen. Während ihr denselben Tag immer wieder erlebt, versucht ihr, diesen ebenso lustigen wie bizarren Kreislauf zu entfliehen. Wenn das ähnlich absurd abläuft wie der Film, könnte Groundhog Day ein großer Spaß werden. Im September wird das charmante Gesamtkunstwerk von Level 5 und dem weltberühmten Studio Ghibli neu aufgelegt. Switch-Besitzer bekommen die ursprüngliche PS3-Fassung von Ni no Kuni spendiert, aber auch PC und PS3.